Ja, wir sind im wunderschönen Stellenbosch, Südafrika. Genau, und da sind wir dem Winter entflohen und trainieren hier 3 Wochen bei sehr guten Bedingungen. Ja, man kann hier einfach in Ruhe trainieren. Auf Teneriffa ist es, ich würde sagen, 5-mal so voll auf der Anlage. Schon ein kleiner Unterschied. Also ich glaube, ich kann sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe 3 Wochen gut trainiert. In Deutschland könnte ich, ich kann es nicht mit Wahrscheinlichkeit sagen, aber wahrscheinlich hätte ich mich erkältet. Weiß ich nicht, ich bin hier gesund durchgekommen. Also erfolgreiches Trainingslager, ja. Trotz dieser kleinen Sachen jetzt hier im Techniktraining, aber mal sehen. Ich hoffe, es wird gleich besser. Also es läuft technisch einfach noch nicht so rund und 2,5 Wochen intensives Training merkt man schon in den Knochen und da fühlt man sich nicht mehr so frisch und dazu so Kleinigkeiten, dann läuft es nicht ganz so rund, ja. Erst stimmte der letzte Schritt nicht, jetzt der Übergang vom Hop zum Step, also es gibt mehrere Baustellen. Ja, es lief hier schon besser, das kann man so sagen und ich habe auch die Hoffnung, dass in der Einheit noch ein bisschen was sich verändert. Just keep me coming back. Schon weiter nach vorne. Ein bisschen weiter nach vorne, ja, aber trotzdem schießt er mir immer noch ein bisschen zu sehr nach oben. Wie nach oben? Nach oben. Oh, das müsste so waagerecht. Der Sprung. Achso. Der Sprung in der. Nein, der Sprung. Nee, das nicht der Sprung, der gesamte Sprung. Völlig anders. Ja, hab ich gemerkt. Ja. Sieht nach 3 Sprung aus. Das war's. Ja, dann. Ja. Ja. Guck mal, jetzt habe ich ihn hier. Ganz anders. Völlig anderer Sprung. Bin bewusst mal in Höhe des Absprungs gegangen. Eben. Hm. So, da ist die Flugparabel völlig anders. Hm. Meine Snapped habe ich nicht letztes Mal schon irgendwie so lang gebracht. Ja, macht nichts. Viel Routine noch, kein Problem. War der erste.